So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Metro Exodus. Was mache ich hier wieder? Kacke. So. Ich habe natürlich keine Teile mehr. Das ist eine Kacke. Ich muss jetzt ein bisschen Haushalt mit den. Ja. Das ist eine Überraschung. Gut, so, da kann ich jetzt nicht mehr schocken. Ich habe mir den nächsten Teil angeguckt, wie es denn jetzt weitergeht. Das geht jetzt so weiter. Ganz einfach. Wir waren eigentlich schon in der Nähe. Wir haben ja gemerkt, dass der Benzinkanister. Hallo? Ben? Ben, Ben. Scheinbar nicht. Kein Interesse. Wie dem auch sei. Das machen wir weg. Wie es hier weitergeht. Und zwar, da hinten steht ein Benzinkanister. Ich habe mir, wie gesagt, den nächsten Teil mal angeguckt, eben kurz im Let's Play, mit einem anderen YouTuber. Oh. Nehmen wir mal den Benzinkanister hier mit. Und eventuell kommen wir hier, glaube ich, ich hoffe, dass wir hier rauskommen. Ich höre überall nur diese Viecher, ne? Mache Licht. Es beruhigt mich. Das beruhigt mich gerade so ein bisschen. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich so ein Spiel durchklasse. Also, wissen Sie, diesen Horror-Thriller und alles drum und dran, dass ich hier sowas ähnliches in so einem Spielgenre einfach durchspiele. Ich bin ja. Es ist nicht mehr so mega viel. Ja, hau bloß ab, du Mistvieh. Hau bloß ab da. Ja, genau. Spuck mich an, du Sau. Steh drauf. Ah, von mir. So, jetzt machen wir den. Jetzt füllen wir hier ein bisschen Sprit rein. Und dann sollte das Ding hoffentlich laufen. Tut es. Es hört sich gut an! Oh, von mir! Mistviech! Es hört sich gut an! Wir kommen hier raus! Hoffe ich! Ja! Es sieht gut aus! Es sieht gut aus! Komm, jetzt funktioniert! Leute, das ist eine Beruhigung gerade! Es geht auf! Das Singen! Ah, okay. Ich habe gerade nichts gesagt. Ich möchte da auch nichts zu sagen. Scheiße. Ich dachte mir, okay, wir haben hier wunderbar die Rettung. Nein, es ist nur ein zweiter Teil. Fuck you. So, mal das Licht anmachen. Oder geht's hier sogar weiter? Aber zumindest sind wir den ersten Schritt weitergegangen. Kaum Saft noch auf dem Akku. Also doch mal nachladen. Weiter geht die Reise. Kommen wir raus? Hallo? Jetzt mich verarschen. Tür auf. So beruhigt ist dieses Geräusch auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wo ist das jetzt? Ja, super. Na, ich hab kaum noch. Ich hab. Ja. Weiterzukommen,
Freunde. Ich habe Freunde. Es sind vertraute Stimmen, liebe Leute. Alter, schock mich doch nicht so. Was bin ich froh, dich zu sehen. Ja, ich auch. Und ich habe gerade die Aurora erreichen können. Oh, wie nett. Sie sind besorgt, das verstehe ich auch. Das hier ist alles nicht so einfach, wie es anfangs schien. Komm, ich zeig dir das mal. Ja, bitte. Alter, ich muss hier kräftigst durchatmen, dass ich hier weiterkomme. Auf geht's, Artyom. Ja, dann auf. Hörst du den Zähler ausschlagen? Ja. Hinter diesem Beton befinden sich Unmengen radioaktiven Sediments. Und das wird bald das Ende dieses Tals bedeuten. Weil der Damm kaum noch hält. Schau durchs Fernglas, wenn du mir nicht glaubst. Hier können wir nicht bleiben. Niemand kann das, ehrlich. Ah ja, siehst du diese Seilrutsche? Die Kinder haben sie gebaut, als damals noch nicht so viel durchsickerte. Da müssen wir hin. Der Alte sagte, die Aurora wird bald auf dem Damm sein. Da vorne, oder was? Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, bei der Aurora stimmt was nicht. Anscheinend geht es anderen nicht sehr gut. Bald werden wir mehr wissen. Na los, Artyom! Verdammt, so viel Dreck! Ich habe eine Vorahnung. Also, vermutlich. Weil... dieser Turm, das erinnert mich an was. Das hat man im... Mann, ich habe hier dieses fantastische Mädchen getroffen. Eine Hammerfrau. Sie heißt Olga, ist Ausbilderin. Alle haben Respekt vor ihr. Ja, ich bin Olga. Was? Und sie ist sehr verständnisvoll. Hat mir geglaubt, als ich sagte, wir seien keine Feinde. Sie war diejenige, die mich aus ihrem Lager hat gehen lassen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe euch doch von meiner animalischen Anziehungskraft erzählt. Das ist der Beweis. Sie war so bezaubert von mir, dass sie mit mir spazieren ging. Zu pissen. Und weißt du, das ist für mich etwas Neues. Ich habe mich nur ungern verabschiedet. Ich habe sie gebeten, mit uns zu kommen. Ich kann die anderen nicht zurücklassen. Sie ist so stark. Und jetzt muss ich nur noch an eins denken. Ich hoffe, Olga kann die anderen überzeugen zu gehen, um dann selbst zu gehen. Oh oh. Ich mag dieses Gefühl nicht, Artyom. Ich auch nicht. Ich hab Hunger. Nein, Spaß. Dieses Tier gesehen. Ein Bär so groß wie ein verdammtes Haus. Ich kenn das Viech. Ich hoffe, du spielst mit und ich muss das Viech nicht alleine besiegen. Weil ich habe keine Molotow-Cocktails mehr. Wir wissen ja, wie das Viech mit zumindest zu verjagen ist. Okay, jetzt hoffen wir mal. Aua. Er ist aber auch sehr lange gelaufen. Na, es war mir irgendwie klar, dass das so passiert. Okay, geht weiter. Lebst du noch? Ja. Hörst du Teufel? Ja, geil, da ist das Viech. so sieht man sich wieder, ne? Er tut es. Ja, dann hau ab da. Gut, dass wir... Oh, nicht gut. Das war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, wir müssen echt. Wir dürfen da jetzt nicht zurück. Scheiße, wir müssen das Viech so kriegen. Ich habe auch keine Molotow-Cocktails mehr, dass ich irgendwas hätte machen können in dem Moment.
Ich meine, er jagt jetzt hoch. Aber ich glaub, hoffe, dass das letzte Mal ist, dass wir auf diesen Bären treffen. Katze kommt auch vorbei zum Kuscheln. Aber nicht zum Kuscheln. Ich hoffe, nochmal, der Kopf ist da. Oh. Scheiße. Ich hatte jetzt gehofft, dass unser Freund Aljoscha ein bisschen hilft, aber irgendwie hat er nicht das, habe ich das Gefühl, nein, er möchte nicht. Ich muss hier mal weg. Nein! Ich habe das Problem, ich habe keinen einzigen Molotow-Cocktail mehr. Jetzt habe ich wieder welche. Einen zumindest. Verdammt. Ja, es war mir irgendwie klar, dass er mich dann doch erwischt noch. Ich habe keine Mollys mehr. Aber irgendwie war doch da noch was. Ja, hau ab von mir. Ich habe keine Energie mehr zum Laufen. Ah, von mir, Mann! Warum will der denn nicht werfen? Und ich muss auf die Waffen wechseln. Ich habe R1 gedrückt, Manu. Ich habe R1 gedrückt und das trotzdem versucht er die Waffen, wechselt er die Waffen. Mann. Ich hab nicht so viel Zeit, die Dings zu wechseln. Ich habe keine Molotow-Cocktails. Und ich kann die Dinger nicht herstellen. Das ist das Problem an der Sache.
mal den anderen Weg zu laufen, dass ich vielleicht ein bisschen Zeit habe. Das ist ja der komische Typ, der irgendwo... Irgendwo war der doch, war doch hier noch ein komischer Typ zum Looten. Ja, genau, gib mir einen mit, du Arsch. Ja, meine Fresse! Fuck mich nicht ab, Mann! Ah, oh, das war's. Ich kann nicht laufen, aber mich verfolgt ein großer, fetter Bär. Mann, ich weiß nicht, wo das, wie dieses... Ah, oh, das geht mir auf den Sack. Und unser Freund... Unser Freund verpisst sich dann direkt, oder was? Und wir sind die Einzigen, die hier... Oh, Mann. Ich kann die Leute nicht looten, das ist doch wenn so. Das ist ein Witz, ey. Ja, super. Ich hab 4 Schuss auf der Waffe, oder was? Ja, lauf. Schneller, gib her. Und dann... Oh, gib den Molotow-Cocktail her! Ach, leck mich doch am Arsch. Hier, komm her. Das war's. Oh Mann, dieses Viech geht mir echt so langsam auf den Piss. Mann, wir probieren es in der nächsten Folge nochmal neu. Ich versuche mal rauszufinden, ob es tatsächlich reicht, diesen einen Molotow-Cocktail zu kriegen. Oder wie ich den down kriege. Und wie muss es doch funktionieren. Naja, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.